Also ich habe ja gesagt, ich stelle da eine Kiste hin und wir schmeißen alles weg. Das will ich noch sehen. Hier ist Johanna. Das ist kein gewöhnlicher Umzug. Familie Kessler wandert aus. Von Heidelberg nach Peru. Das bedeutet für uns einen totalen Schnitt. Also wir müssen das Auto verkaufen, die Wohnung kündigen, unsere Arbeitsstellen kündigen. Wir werden uns komplett abmelden von Deutschland. Raus aus der Komfortzone, um anderen zu helfen. Werner Kessler ist Augenarzt und wird in Peru in einer Klinik arbeiten. Wir gehen in ein neues Land und es ist eine große Herausforderung. Es wird nicht einfach, aber wir wollen das machen. Auswandern in eine der ärmsten Regionen der Welt mit der erst dreijährigen Tochter. Kann das gehen? Wird die Familie den Herausforderungen gewachsen sein? Wir begleiten die Kesslers über 2 Jahre. Die Kasten können ja behalten, ne? Das waren mal die Superwälzer aus der Vergangenheit hier. Innere Medizin, Anästhesien. Also es sind die Klassiker. Das sind Schätze aus dem Antiquariat, aber im Prinzip ändert sich die Medizin. Es entwickelt sich ja auch und deswegen muss man es halt wegschmeißen. Die Familie geht ins volle Risiko. Werner Kessler gibt seine Stelle als Oberarzt am Klinikum Ludwigshafen auf und wird in Peru in einer Klinik arbeiten. Es gibt keinen Plan. Wir wissen nicht, wie es danach weitergeht. Ich hatte gefragt, ob die uns anbieten, zum Beispiel, dass sie uns so eine Zusage oder eine vertragliche Zusage machen, wenn sie wieder mal eine Stelle haben, dass sie mich dann dafür auch einstellen würden zu den Bedingungen. War jetzt aber kein Interesse von der Seite aus. Ja, und so musste ich dann einfach kündigen. Sonja Kessler ist Sonderschulpädagogin und will in Peru Kinder unterrichten. Auf Spanisch. Wie heißt der große Junge? Wie heißt der Junge? Wie heißt, wissen wir nicht. Aber was heißt das auf Spanisch? Un niño. Un niño, genau. Gut, ja. Sitzen. Werner und Sonja Kessler sind überzeugte Christen. Sie wollen im Sinne ihres Glaubens Gutes tun. Für Kollegen, die das jetzt nicht nachvollziehen können, ist das eigentlich verrückt. Ja, an Jesus zu glauben, das ist eine Spinnerei. Genau. Also das sagen jetzt vielleicht nicht viele offen, aber die glauben es halt einfach nicht. Und dann ist es halt sozusagen Hirngespinst. Ja. Bis dahin, dass sie sich natürlich fragen, aber wenn es jetzt ein Hirngespinst ist, warum ist jemand dann bereit, ja, sozusagen auf Zugewinn zu verzichten, auf Luxusleben, auf warmes Wasser morgens, frischen Kaffee, warmes Bett oder sowas. Ja. Es gibt halt auch noch die andere Sache, dass es eben eine Verantwortung für die Welt gibt. Ne? Ach du liebe Zeit! Genau. Mindestens für 3 Jahre werden die Kesslers ehrenamtlich in Peru arbeiten und ihren Aufenthalt komplett durch Spenden bestreiten. Januar 2018, der Tag des Abschieds. Die Eltern sind gekommen, um Lebewohl zu sagen. Das sind so gemischte Gefühle. Auf der einen Seite finde ich dieses Engagement sehr, sehr bewundernswert und auch gut, dass sie das machen. Auf der anderen Seite ist eben dieses, die Familie ist weg. Ne? Auch für Sonjas Eltern ist es schwer. Ja, wie geht man damit um? Der Tag vergeht, betet halt auch. Wir haben nur eine Tochter und einen Enkel. Und die Sonjas Enkel, beides. Und beide verlassen uns. Und darum bin ich emotional gar nicht in der Lage, jetzt hier einen Kommentar abzugeben. Die Großeltern können aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr so weit reisen. Es ist ein Abschied für lange Zeit. Die Anden. 3 Autostunden vom Weltkulturerbe Machu Picchu entfernt liegt Curahuasi, ein bettelarmes Bergdorf auf 2600 Metern Höhe. Die neue Heimat der Kesslers. Also links war, glaube ich, was? Da steht Sevende. Mhm, hier. Mhm. Ein paar Wochen Sprachkurs in der Touristenhochburg Cusco liegen hinter ihnen.
Jetzt suchen sie hier nach einer dauerhaften Bleibe. Einfache Lehm- und Wellblechhütten bestimmen das Straßenbild. Also wir können ja jetzt nur noch kurze Zeit dort wohnen, wo wir jetzt gerade sind. Und für danach suchen wir eben noch eine Unterkunft. Und im Moment ist es gerade so, dass jetzt nichts anderes von Leuten, wo wir kennen, frei wird. Das heißt, wir wollen irgendwas mieten. Ja, verputzt wäre schon wichtig. Verputzt wäre wichtig, weil sonst setzen sich in die Ecken lauter Spinnen fest. Und das muss nicht sein. Gerade auch innen drin und mit Johanna. Und dann was aus den Ecken holt, das möchte ich nicht. Ja, ist halt schon, die Spinnen sind zum Teil auch aggressiv und für Kinder ist es schon gefährlich. Die Wohnungssuche gestaltet sich schwierig. Ist das jugando? In der Region leben tausende Familien ohne Strom oder sauberes Wasser. Und in den Häusern gibt es keine Heizung. Ja, mal hier, die Aussicht. Könnte mal ein Haus werden, ne? Sie hat halt gesagt, dass das Geld ausgegangen ist und dass es erst nicht weitergemacht wird. Also es fehlt noch Streichen, es fehlen Fenster, es fehlen Türen. Und es ist so der Baustil, dass die Räume alle nur zum Innenhof einen Durchgang haben und jetzt nicht untereinander. Also auch wenn man jetzt zur Toilette gehen will, geht man über einen Innenhof. Und wenn es regnet, dann wird man nass. Tagsüber brennt die Sonne herunter, aber die Andennächte auf fast 3000 Meter Höhe sind bitterkalt. Das Missionshospital Diospi Sullana. Hier wird Werner Kessler dringend gebraucht. Es ist eine hochmoderne Klinik, gegründet für die Quechua-Indianer, die Nachfahren der Inka-Hochkultur. Sie werden diskriminiert und leben am Rande der Gesellschaft. Es war sein Traum von einer gerechteren Welt, Dr. Klaus-Dieter John aus Wiesbaden. Er gründete das Hospital vor 12 Jahren. Ein durch Spenden finanziertes Mammutprojekt. Das Ziel dieses Krankenhauses ist, besonders die wir sagen in Deutschland Indios, das ist hier ein abfälliger Ausdruck, die Bergland-Indianer wollen wir erreichen mit einer guten medizinischen Versorgung. Dazu brauchen wir Fachkräfte. Wir versuchen auf hohem Niveau zu arbeiten mit guten Gerätschaften und Leuten, die für 3 Jahre kommen oder länger und dann ihre Arbeitszeit investieren, ohne den Reibach zu machen. Wir bezahlen ja keine Gehälter, sondern alle solidarisieren sich mit dieser Vision für die Menschen Südperus. 360.000 Quechua-Indianer wurden bislang versorgt. An anderen Kliniken werden sie abgewiesen oder schlecht behandelt. Hier begegnet man ihnen mit Respekt. Viele Krankenschwestern sprechen Quechua, die Sprache der Ureinwohner. Den Menschen ihre Würde zurückgeben, auch darum geht es Werner Kessler. Es gibt ja einen ganz großen Bevölkerungsanteil in Peru, die quasi deutlich unter europäischen Standard Armutslevel liegen und die haben zum Teil keinen Zugang zum Krankensystem. Es gibt eben sehr viele Patienten, die da durch das Raster durchfallen. Die erste Patientin heute Morgen kommt aus dem Regenwald. Zusammen mit ihrem jüngsten Sohn war sie 2 Tage unterwegs. Ich habe grauen Star in beiden Augen. Auf einem sehe ich fast gar nichts mehr. Ich heiße Elena Ortega und komme aus Puerto Maldonado. Meine älteren Brüder sind weg. Ich kümmere mich jetzt um meine Mutter. Sie helfen den Armen hier. Sie tun alles für sie. Schon lange habe ich von dem Krankenhaus gehört. Dann habe ich mitbekommen, dass es ein christliches Haus ist. Viele Patienten wie Sie haben ganz fortgeschrittene Katarakte, weil sie halt sehr spät erst kommen, weil sie sich das gar nicht leisten können unter Umständen. Ja. Und deswegen kommen sie halt mit einer fortgeschrittenen Trübung, wenn es gar nicht mehr geht. Unter normalen Umständen wäre das in Deutschland nicht so weit gekommen. Also normalerweise wäre die Linse nicht so trüb. Mhm. Das beobachten wir, wie gesagt, manchmal noch unter den Einwanderern aus Afrika. Oder da sieht man das manchmal noch. Ja. Okay.
Wenn sie ins Bad geht oder woanders hin und ich höre nichts, mache ich mir sofort Sorgen, dass sie sich verletzt oder die Treppe hinunterstürzt. Ich lasse sie nie allein. Ein wunderbarer Sohn. Er ist mein Auge, meine Hand. Er hilft mir bei allem. Die Klinik behandelt ausschließlich arme Menschen. Reiche werden abgelehnt. Eine Untersuchung kostet umgerechnet 1 Euro, symbolisch. Bei größeren Eingriffen zahlen die Patienten nach ihren Möglichkeiten. Sonja hat sich mittlerweile gut eingelebt. Es sind riesen Löcher in der Straße. Und da ist es immer besser, tagsüber zu fahren, wenn man auch alles gut sieht. Zur Klinik gehören auch eine Schule und ein Kindergarten. Obwohl die Familie schon einige Zeit hier ist, fremdelt Johanna noch oft. Nein, ich kenne ihn nicht. In ein paar Wochen müssen sie raus aus der Übergangswohnung. Und noch immer haben sie keine eigene Bleibe. Johanna, also bei ihr merke ich es ganz besonders. Sie fragt dann immer, ist das unser Haus? Also es beschäftigt sie. Und in so Momenten, wo sie dann danach fragt, da sagt sie dann auch manchmal, ich möchte gerne nach Heidelberg, möchte nach Deutschland. Sagt sie dann schon? Mhm, ja. Ja. In anderen Momenten geht es ihr gut, aber ich merke schon, also es ist nicht zu unterschätzen gerade mit ihr. Also auch dann die vielen Wechsel, der Umzug und im Kindergarten. Ich habe den Eindruck, dass es ihr schon schwerfällt. Nicht selten hat Werner Kessler 7 OPs an einem Tag. Die moderne Medizintechnik in der Klinik ist gespendet und kommt per Schiffscontainer nach Peru. Heute wird Elena, die Frau aus dem Urwald, operiert. Sie hat eine schlaflose Nacht hinter sich. Ich habe Angst. In der Klinik in Cusco konnten sie mir nicht helfen, aber hier habe ich Vertrauen. Deshalb bin ich hierher gekommen. Die hat jetzt eine härtere Linse, die ist jetzt so hart, dass sie wahrscheinlich nicht mit Ultraschall zertrümmert ist. Die wird jetzt am Stück rausgeholt. Genau. Das heißt, das ist ein größerer Schnitt. Und hat eine größere Wunde für sie nachher und es dauert länger, bis sie sich erholt. Werner und sein Team verlassen sich nicht nur auf die moderne Technik. Vor jedem Eingriff wird gebetet. Er bittet um Gottes Hilfe, dass es keine Komplikationen gibt und der Patient keine Schmerzen hat. Amen. Auch das ein Segen, die zur Klinik gehörige Schule. Sonja unterrichtet hier Mathe, Religion und Englisch. Die Arbeit macht ihr Spaß. Ahora. Okay, Misael, what is your favorite animal? Mein favorite animal is a dinosaur. A dinosaur. A dinosaur. Dinosaur. A dinosaur. Der Dinosaurus. Den meisten Hochland-Indianern ist eine gute Schulbildung versagt. Sie kommen aus schwierigen sozialen Verhältnissen. Viele Kinder werden vernachlässigt. Da ist noch viel mit sitzen bleiben und still sein und nicht nach einer halben Minute schon wieder mit der Konzentration wo ganz anders sein. Das kann schon mal hier anstrengend sein, ne? Die Operation bei Elena Ortega ist gut verlaufen. Das ist Nervennahrung, ja. Ja. Ein bisschen Energie. Zucker. Mhm. Aber die Fälle sind viel schwieriger. Ne? Also, uns zu Hause operiert man so eine Linsenoperation zwischen, wenn es ganz schnell geht, 7 Minuten, 10 Minuten, 12 Minuten, Viertelstunde, je nachdem. Und hier ist es halt zwischen 20 Minuten, bis die Schwestern sich eingestellt haben ans Material, bis sie alles eingereicht haben,
bis man die Operation vollzogen hat, weil sie schwieriger ist oder weil sie eben ganz schwer ist. Das war jetzt über eine Stunde. Elena und ihr Sohn gehen zum Gottesdienst in die Kapelle von Diospi Sojana. Der Quechua-Name bedeutet, wir vertrauen auf Gott. Glaube und Wissenschaft, das ist für Werner Kessler kein Widerspruch. Gerade in der Natur zeigt sich für ihn das Wirken Gottes. Ich halte es fast für unvernünftig, nicht zu glauben. Das liegt nicht daran, dass ich andere Leute, die nicht glauben, für dumm halte, sondern weil ich weiß, das Mainstream oder die Medien oder das, was eigentlich so allgemein gelehrt wird, eigentlich eher das Gegenteil ist von dem, was wir aber wahrnehmen können. Dass es in der Natur so viele Wunder gibt, die unerklärbar sind. Von daher kann ich das nachvollziehen, dass wenn man sich damit nicht auseinandersetzt, man das auch erstmal nicht glaubt, dass es einen Gott gibt. Ja, kann ja auch alles so entstanden sein. Aber desto mehr man eintaucht, desto mehr, finde ich, kommt man aus dem Staunen nicht raus. Heute ist Dia de Curahuasi, ein Festtag zu Ehren der heiligen Santa Catalina. Das ganze Dorf ist auf den Beinen. Johanna mittendrin. Ich kann sie nicht vor allem bewahren. Und bei manchen Sachen auch, was nicht tötet, härtet ab. Gerade bei, wenn sie mal die Finger in den Mund nimmt und was Dreckiges sich eingefangen hat. Und ansonsten versuche ich halt natürlich schon, gerade bei Hunden. Weiter unten am Markt, da habe ich schon mal beobachtet, wie jemand in die Wade gebissen worden ist. Und das muss nicht sein. Da nehme ich sie auch auf den Arm. Die traditionelle Kultur hat einen hohen Stellenwert in der Gesellschaft der indigenen Bergvölker. Katholischer Glaube und Inka-Mythen sind hier kein Widerspruch. Deutschland. Über ein Jahr ist vergangen, seit Familie Kessler weg ist. Sonjas Eltern fällt die Trennung schwer. Als das die Alte war. Na, da war sie so vier. Und das habe ich ihr jetzt auch für die Johanna nach Peru geschickt. Die hat es auch ein paar Mal angehabt. Ah ja, ganze Familienleben ist ja... Hat die Johanna halt. Das ist ja, fehlt ja dann. Wenn ich draußen sehe, wenn die... In meinem Alter oder noch jünger, wenn sie mit den Kindern in den Kindergarten gehen und so weiter, die Opas oder die Omis und so weiter, dann denkt man schon, na, das wird doch auch eine feine Sache. Ne? Hallo, ihr drei. Sie halten über Skype regelmäßig Kontakt. Mama. Hallo Johanna, erkennst du uns? Wer sind wir denn? Kannst du eigentlich das nicht speichern da, das Ganze? Nee, das geht nicht. Jetzt ein bisschen... Ah, danke. Aha. Tschüss. Ja, tschüss. Alles Gute euch. Ja, auch so, danke. Doch, es war schön, natürlich, ja. Aber halt weit weg, ja. Ja, genau. Ja. Zurück in Curahuasi. Mitten im Dorf, in tierischer Nachbarschaft, haben die Kesslers endlich eine geeignete Bleibe gefunden. Über Wochen mussten sie sogar übergangsweise im Krankenhaus wohnen. Werner hat gerade mehr Zeit, als ihm lieb ist. Sonja, hast du den Bilderrahmen, dass wir gucken können, wo wir den hinhängen? Die ausländischen Ärzte brauchen neuerdings eine offizielle staatliche Lizenz. Und die dauert. Inzwischen hat sich die Bedingung so geändert, dass wir eine permanente Arbeitserlaubnis brauchen, damit wir also auch schriftlich vorliegend brauchen, damit wir hier arbeiten können. Aber es ist immer so, dass die Anträge oft erst 1-2 Wochen nach Monatsbeginn bewilligt werden oder noch später kommen. Und in der Zeit kann ich nicht operieren. Ja. Endlich die eigenen vier Wände.
Mit dem neuen Haus sind sie noch ein bisschen mehr angekommen. Auch wenn immer wieder der Strom ausfällt oder das Wasser tagelang ausbleibt. Immer ist etwas kaputt. Sonja muss improvisieren. Dann haben wir auch von der anderen Seite gesehen, dass die Wand feucht ist, also dass das Wasser in die Wand reingelaufen ist. Und damit das nicht passiert, habe ich so eine Flasche aufgeschnitten, damit es wenigstens in die Schale läuft. So. Gute und zuverlässige Handwerker zu bekommen, ist nicht einfach. Ja, was ich noch machen muss, ist da unser Türabschluss, dass da die Mäuse nicht reinkommen. Ne? Ich weiß nicht, ob ich das heute hinkriege. Eine Woche später kommt endlich die erforderliche Arbeitslizenz. Schon vor Sonnenaufgang stehen die Patienten vor der Klinik Schlange, wie jeden Morgen. Wer krank ist, ist oft tagelang unterwegs. Weil es so viele sind, werden Lose gezogen. Diese Indianerin vom Hochland hat Glück. Sie hat schon länger starke Schmerzen an den Augen und sieht kaum noch etwas. Die Diagnose ist niederschmetternd. Sie haben einen Tumor, ein Basaliom, ein aggressiver Tumor, der ihr Gesicht, ihr Auge und das Lid zerstört. Er ist mittlerweile schon sehr groß. Er dürfte viele Jahre gewachsen sein. Warum ist sie nicht früher gekommen? Ich dachte immer, es würde von alleine besser werden und ich hatte kein Geld, um zum Arzt zu gehen. Sie war vorher bei keinem anderen Arzt? Nein, ich dachte, es geht von alleine weg. Das ist eigentlich mein Spezialgebiet, so Sachen so rauszuschneiden. Und es gibt, ja, zum Beispiel in Deutschland gibt es einige plastische Chirurgen, die solche Tumoren in größerer Form machen, aber wir haben hier keinen Pathologen und können daher das gar nicht dokumentieren, ob wir das im Gesunden entfernt haben. Technisch kann ich das machen, aber es fehlt halt das Rundherum. Werner schickt die schwerkranke Frau nach Lima. Aber das Geld für eine solche Reise und Behandlung hat sie nicht. Nach einem Jahr, in dem ich jetzt hier bin, merkt man halt immer wieder, dass es eben in der Zahl der Häufung viel mehr Patienten gibt, die schon erblindet sind oder kurz vor der Erblindung stehen. Also solche Patienten mit Tumoren zum Beispiel im Gehirn, die auf den Sehnerven drücken, die eine neurochirurgische Behandlung bekommen. Die habe ich in meiner Zeit zum Beispiel als Oberarzt in Ludwigshafen in den 6 Jahren einmal gesehen. Und hier sehe ich sie manchmal 3-mal im Monat. Ein neuer Patient, praktisch blind. Wegen seiner Erkrankung kann der Mann kein Geld mehr verdienen. Das ist ungewöhnlich stark. Es ist überhaupt erstaunlich, dass er aus dem Auge noch rausgucken kann. Ich kann nicht mehr reingucken. Das andere Auge ist schon blind, das linke. Das ist also sein einziges Auge. Und wenn du das braune nicht machst, dann sieht er irgendwann nichts mehr. Ja. Er kriegt jetzt die Operation an seinem rechten und seinem einzigen guten Auge. Die alte Linse kommt da raus und so gut wie möglich werden wir ihm dann auch eine Linse ins Auge einsetzen. So schlecht wie ich sehe, kann ich nicht mehr arbeiten. Das linke Auge ist schon seit 40 Jahren blind. Es war ein Schlag. Ich bin hingefallen. Vermutlich ein unbehandeltes Augentrauma. Ja? Also, und das ist halt auch ein häufiges Problem. Also man sieht hier mehr Verletzungen, Unfälle, Unfallverletzungen, die nicht behandelt werden. Einmal, weil es keinen Arbeitsschutz gibt oder einfach auch, weil dann niemand da wäre, der sie behandelt hat zu der Zeit. Vieles hat sich zum Positiven verändert in Curahuasi, seit es die deutsche Klinik gibt. Mit rund 200 peruanischen Angestellten ist sie der wichtigste Arbeitgeber in der Region. Also seit das Krankenhaus da ist, haben sich hier auch einige Sachen verbessert. Zum Beispiel, dass hier die Straße so wunderbar gemacht ist, das gab es vorher nicht. Das waren alles Schotter- und Schlammpisten, so wie hier die Straßen, die links und rechts rausgehen.
Dennoch haben hier viele Menschen keine Perspektive. Die Fahnen, die da hängen, das bedeutet, dass dort Alkohol verkauft wird. Leider, das ist hier ein großes Problem, der Alkoholismus. Also wenn man so guckt, man entdeckt überall dann die Tüten, blau oder rot. Ja. Die kleine Johanna ist längst angekommen in dieser Welt. Sie ist jetzt 4,5. Galicia. Galicia. Sebastian. Jared. Jared. Angeli. Silvia. Diogo. Keila. Johanna. Hallo. Einkaufen in der Nachbarschaft. Sonjas Spanisch ist schon sehr gut. Jetzt hat sie sogar ein bisschen Quechua gelernt. Hola, Mika, ¿cómo estás? Hola. Para que te laven las manos otra vez. Ya. Saca, para que podamos jugar un rato. ¿Sí? ¿Puedes? Sí, quizás tiene que preguntar eso. Chao, chao, Mika. Du machst Quatsch. Johanna geht es gut, auch wenn sie den deutschen Schnee vermisst. Hola, me llamo Johanna. Aber das ist schon lange her. Was ist lange her? Dass ich da in Deutschland war. Da war Weihnachten und ich habe Süßigkeiten von Weihnachten gegessen. Ich bin traurig, dass ich sie vermisse, weil sie so weit weg ist und ich vermisse sie dann. Und ich bin traurig, dass ich sie nicht mehr so sehe. Oma und Opa. Ob sie gerne Spanisch spricht? Lieber Deutsch. ¿Te gusta alemán? Sí. ¿Te gusta más alemán? Sí, hay español. No me gusta mucho español. Más que alemán. Noch lieber mag sie die Farbe Rot. El color rojo. Die Operation ist gut überstanden. Nachkontrolle. Der Mann war praktisch blind. Jetzt weiß ich endlich, wie sie aussehen. Und ihr Gesicht werde ich nie vergessen. Ich danke Ihnen so sehr und allen hier, der ganzen Klinik. Ich bin Ihnen auf ewig dankbar. Solche Momente sind es, die Werner Kessler bestärken in dem, was er tut. Danke, Doktor. Das sind bloß Freudentränen. Es ist klar, es tut einem zum Teil natürlich weh zu sehen, wie es den Leuten geht. Aber in dem Fall konzentriere ich mich nicht darum, eigentlich, wie es mir dabei geht, sondern was die Leute brauchen und wie ich ihnen helfen kann. Und das ist halt das Schöne an der Möglichkeit, dann aktiv zu helfen. Das ist halt für mich auch ein Perspektivwechsel, weg von dem Problem hin zu dem, was kann man jetzt machen. Ich lade euch zu mir nach Hause ein, übersetzt die Schwester. Es ist so schön da. Die Dankbarkeit der Menschen ist für die Kesslers überwältigend. Ihre Arbeit bei Diospi Sujana gibt den beiden Christen Sinn im Leben. Also wir können uns sehr gut vorstellen, hier länger zu bleiben. Wir können uns das sehr gut vorstellen, trotz allem. Es ist nicht leicht, aber wir sehen den Bedarf hier. Es ist eigentlich eine ganz große, tiefe Dankbarkeit, dass wir diese Arbeit übernehmen dürfen, dass andere uns dabei unterstützen, dass wir Leute haben, die das tragen, die auf uns beten. Das lässt uns eigentlich tief dankbar sein, weil wir genau wissen, dass es ein Vorrecht ist, was nicht selbstverständlich ist.